Fünf. Letzter Tag. The day of pool party. Wasser über hier in dem scheiß Laden. It's not usually my problem. Oh. So. Was habt ihr unter Wasser gesetzt? I came around. Oh, jetzt geht's aber los hier. Fokussier den noch! Fokussier den! Lass, wir drücken ganz lang auf euch zu. Der verdammte Fokus, ey. Der Lars hat probiert seinen Autofokus, meiner funktioniert perfekt. Richtig. Wie nah wir da dran sind. Wie das steht? Der kehrt sich um nix. Erstmal noch den Text suchen, machen sie aus. Nehmen sie nicht auf. Wow. Ja, die Cam muss da gleich wieder rein. Ja, die müssen langsam das Stativ nicht herausnehmen aus oben aus der Ecke. Richtig. Greenwich ist selber bekannt für den Nullmeridian. Durch das Royal Observatory. Ach, ganz ehrlich, ich habe noch gar keine Serie davon. Richtig. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Und uns auf aufzunehmen irgendwann. Brauchen wir nicht. Ja, genau. Das war Tag 5. Das war Tag 5. Das war die ganze London-Reise. Das ist der Busfahrer, der richtig. Gute Fahrer. Ach, scheiße. Ja, der fährt uns jetzt nach Hause. Bilanz von London. Ganz in Ordnung. Im Großen und Ganzen gut. Stadt, ich finde, muss man mal gesehen haben, ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt nochmal hin muss. Aber ist schon war gut. War mal eine schöne Sache dazu zu sehen, wie das da so ist. Ja. Heute 5. Tag, haben wir nicht so viel gemacht. Timelapse heute Morgen. Wir waren am Green, wie ist das? Greenwich so. Wo der Nullmeridian ist. Hier dieser die Dehnungsfuge im Boden. Ja. Wo waren wir denn noch? Der Rest war Busfahren und Meckles. Ja. Danach war ich alleine noch bei Stamford Bridge. Da waren die beiden aber bei Meckles. Richtig. Also, ja. Ja, in diesem Sinne, wir setzen uns jetzt 10 Stunden im Bus. Oder auf 11 oder 9. Und ja, das war's. Das war's. Bis dahin, Manu und Lars. Lächerlich.